Lasst uns wirklich über den halbleeren Akku sprechen. Ich habe in dem Jahr angefangen, mich mit dem Thema ADHS auseinanderzusetzen. Anfang des Jahres hat mir meine Therapeutin gesagt, beschäftigen Sie sich mit der Diagnostik. Jetzt haben wir es Ende Oktober und ich habe eine Diagnose jetzt. Ich habe ADS ohne Hyperaktivität. Dennoch ist es bei mir so, seht mich mal als Handy-Akku, der schon etwas älter ist, schon zigmal aufgeladen wurde. Und ihr kennt es, wenn diese alten Handys und diese alten Akkus, die lassen unwahrscheinlich schnell ihre Energie. Bis zu bei 20-30% geht eigentlich schon fast das Handy aus. Und so ist es bei mir. Ich habe mir angewöhnt, das Ganze so zu erklären, dass ich, stell dir vor, ich habe ein Konto zur Verfügung, da ist all meine Energie drauf, aber es ist nie ganz voll, wie jetzt bei jemand, der neurotypisch ist. Und das Leben kostet mich einfach Energie. Und wenn ich dieses Konto leer fege und am Ende der Woche nichts mehr übrig ist und vielleicht oder vielleicht schon Mitte der Woche nichts mehr übrig ist, dann habe ich ein Problem gegen Ende hin. Und dann habe ich meine Aussetzer. Ich habe einfach gemerkt, dass ich auf Dinge achten muss, wie den Schlaf, wenn ich nicht richtig schlafe. Wenn ich sonst irgendwie krank bin, sei es irgendwelche Schmerzen im Körper habe. Momentan ist es so, ich habe mir in der Schulter einen Nerv eingeklemmt und habe dann eine Entzündung bekommen. Und dieser Schmerz hat mich so abgelenkt, so wirr gemacht auch, dass das mit dem Energiekonto einfach nicht gestimmt hat. Geschweige denn, ich habe eh in der Nacht nicht gut geschlafen. Also habe ich das dieses Mal so gemacht, dass ich mich in der Woche schon sowas von zurückgenommen habe und mich gar nicht gestresst habe. Und das war in der Vergangenheit so ein bisschen das Problem. Ich habe mich immer mit neurotypischen Menschen verglichen und gesehen, es geht nicht. Ich kann nicht mithalten. Also habe ich mich fertig gemacht. Mit der Diagnose, die ich jetzt vor kurzem bekommen habe, hat das aber tatsächlich jetzt ein Ende. Weil ich weiß, das sind eben Dinge, die bei mir anders laufen. Ich darf mich nicht mit einem neurotypischen Mensch vergleichen. Nur ist das Problem, dass die neurotypischen Menschen das nicht so ganz verstehen. Der Bene hat ein Video zu einer Paralyse gemacht und beschreibt diesen Zustand so ein bisschen, wo er versucht, wieder aus dieser Paralyse rauszukommen und eben auch Dinge macht, die von außen her vielleicht nicht so verstanden werden und er dann so Dinge sagt, wie er hat Stress und läuft mit einem Eis durch die Gegend. Mir hat in diesen anderthalb Jahren Verhaltenstherapie geholfen, zu verstehen, dass du Menschen einfach nie hinter die Stirn sehen kannst. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir anfangen, über uns zu reden. Eckart Hirschhausen hat ja jetzt erst vor kurzem eine Dokumentation über sich selber gemacht und hat in der Dokumentation herausgefunden, dass er selber ADHS hat. Zwar nicht in so schweren Zügen, wie es jetzt beispielsweise bei mir der Fall ist, aber er hat es trotzdem und er hat dennoch dann auch Medikamente ausprobiert. Und von außen, also nach außen wirkt Hirschhausen eben wie ein Mensch, der alles im Griff hat. Aber du kannst nie den Menschen irgendwie hinter die Stirn schauen und wissen, ob das wirklich so ist. Und ob jetzt ein Bene oder ich, wenn der Akku komplett, also sich die Festplatte komplett aufgehängt hat, wie in so einer Paralyse, und der Akku komplett leer ist, was dieser Mensch tun muss. Und mir hat Nessas Formulierung diesbezüglich ganz gut gefallen. Solchen Menschen, die eben aus dem Raster dann fallen, bei denen läuft dann ein Notprogramm ab, das vielleicht im ersten Moment komisch aussieht, aber das durchweg einen Grund hat. Ich finde auch so dieses Beispiel mit den Löffeln ganz interessant. ADHS-Menschen brauchen für typische Handlungen, die über den Tag hinweg passieren, einfach mehr Energie. Zum Beispiel kostet mich, wenn ich morgens nicht zum Sport gehe,
Der Morgen, so viel Energie, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Denn ich komme nicht in die Gänge. Ich kann tun, was ich will. Das waren gerade bei Ex-Partnern von mir immer lustige Geschichten, wenn sie über mich gesprochen haben, dass es so ein bisschen darum gegangen ist, dass ich morgens halt nie in die Gänge komme. Ich habe selber richtig abwertend über mich gesprochen, weil ich genau wusste, morgens kannst du mich vergessen. Morgens kannst du mich hardcore vergessen. Und ich brauche zum Teil wirklich 2 Stunden, bis ich morgens einfach ein Mensch bin. Und ich habe das immer so ein bisschen abgespeichert unter diesem, ich bin halt ein Morgenmuffel. Und ja, bin ich vielleicht auch ein bisschen. Aber ich falle morgens regelmäßig in diese Paralysezustände und komme dann nicht mehr raus. Und das ist mega krass. Ich hatte das ganz heftig, als ich geschichtet habe, was heute von heutiger Sicht aus absurd war. Also, dass ich das überhaupt gemacht habe, nie wieder. Und da musste ich so machen, dass ich tatsächlich fast 2 Stunden früher aufstehen musste, weil ich einfach nicht in die Gänge gekommen bin. Nicht, weil ich so viel vorhatte am Morgen, sondern weil ich einfach mal da sitzen musste und nichts tun. Und das war knallhart jeden Morgen so. Und ich habe mich in der Vergangenheit wirklich fertig gemacht, dass da kein Lerneffekt eingetreten ist. Und ich habe aber dieses Wieso nie verstanden. Heute mit der Diagnose weiß ich, da wird auch nie ein Lerneffekt eintreten. Ich werde die Sichtweise in diesen Situationen ändern müssen. Zum einen, dass ich mir Struktur liefere. Zum anderen, dass ich eben Verständnis für mich habe, Verständnis für mich selber aufbringe. Und wenn ihr von außen solche Menschen seht, die einfach keine Energie mehr haben, dann versucht euch in die Menschen reinzuversetzen. Wir leben in einer Zeit, wo das durchweg geht, wo ein Eckart Hirschhausen im Fernsehen oder in Dokumentationen sagt, dass er selber ADHS hat und selbst das so erwähnt, dass wir in einer Zeit leben, wo man das durchweg zugeben kann. Immer wenn bei einem Menschen ein Notprogramm abläuft, dann stimmt etwas nicht. Und wenn mein Energiekonto, was leider immer noch zu häufig passiert, aufgebraucht ist, dann läuft dieses Notprogramm ab. Dann muss ich Dinge tun, die mir zum einen gut tun, die ich gerade so hinbekomme. Und ich muss Dinge tun, die vielleicht von außen hin komisch aussehen. Und ja, ich fühle mich schlecht dabei. Natürlich, wenn ein ADHS-Mensch in dieser Paralyse steckt und ich habe mein Leben lang mich fertig gemacht dafür, dann ist es für einen selber auch richtig scheiße, weil man genau weiß, man sollte eigentlich funktionieren und ist dann faul und kommt nicht in die Gänge, funktioniert nicht, die Zeit wird immer knapper. Du kriegst das alles mit. Das ist das Schlimme an der Sache. Ich versuche jetzt die nächste Zeit über da Speed rauszunehmen. Mir gegenüber keinen Stress mehr zu haben. Keinen Druck mehr vor allem, weil es bringt eh nichts. Und mit meinem Energiekonto, das nie ganz voll ist, denkt daran, dieses Handy mit dem alten Akku, was nicht mehr so richtig gut ist und der Akku sich super schnell entleert. Ich habe halt nur diesen alten Akku und das wird sich nie ändern, weil ich eben ADHS habe.